Ja, moin moin zusammen, ich grüße euch, ihr Freunde des Fachwerks, Altbausanierer und Heimwerkerhelden. Hier ist wieder euer Fachwerker und ich habe mal wieder ein neues spannendes Thema für euch. Es geht heute nämlich um maximale Leistung und zwar von Photovoltaikanlagen. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Du kaufst dir für teuer Geld eine Photovoltaikanlage, lässt sie installieren, die geht ans Netz, alles soweit gut und nach ein, zwei Jahren stellst du fest, du liebe Güte, da kommt ja irgendwie gar nichts bei rum und mit den schwachen Erträgen, da amortisiert sich die ja noch nicht mal vernünftig, ja? Woran kann das liegen? Das schauen wir uns heute mal an. Welche Probleme, Fehler, Möglichkeiten gibt es? Ja, was hat alles Einfluss auf die Erträge einer Photovoltaikanlage? Natürlich erstmal die Planung an sich, das heißt Ausrichtung, Neigung und so weiter. Aber ganz wichtig natürlich auch die Auswahl der jeweiligen Komponenten. Und da gibt es ja immer, wer die Datenblätter sich schon mal angeschaut hat, eine Menge, ja, sage ich mal, Parameter. Und deswegen schauen wir uns heute mal an, welche Parameter haben eigentlich welchen Einfluss, in welchem Bereich bewegen sich dann gute Werte für die entsprechenden Parameter, dass man praktisch dann sicher sein kann, für das Geld hast du jetzt tatsächlich die beste Leistung. Und dann steigen wir direkt ein mit der wichtigsten Frage, was beeinflusst denn jetzt eigentlich den Ertrag meiner Photovoltaikanlage? Kommen wir zum ersten, ich würde mal sagen, grundsätzlichen Punkt, das ist natürlich die Sonneneinstrahlung. Ja, die Sonne ist ja nun mal die Quelle unserer Energie und wir können ja am Ende des Tages auch nur das nutzen, was bei uns hier auf der Erde von den Sonnenstrahlen ankommt. Das nennt man Globalstrahlung, kann man wunderbar beim Deutschen Wetterdienst auf der Webseite, kann man sich das für alle möglichen Regionen raussuchen. Ich kann mal hier nebenbei so eine Deutschlandkarte einblenden, dann sieht man das. Punkt ist jedenfalls, die Globalstrahlung ist natürlich bei uns auf dem Planeten überall so ein bisschen anders. Es ist irgendwo so ein bisschen logisch, dass natürlich in den Äquatorregionen, also so zum Beispiel Sahara-Bereich, dass du da natürlich die höchste Globalstrahlung hast und je weiter du jetzt zu den Polen kommst, ne, also sorry für die Flat Earther, ne, also ne, so weiter du zu den Polen kommst, desto schlechter ist oder desto geringer ist die Globalstrahlung. Und das kann man so sagen, in der Sahara, also sprich Äquator, da liegst du so ungefähr bei 285 Watt pro Quadratmeter im Jahresdurchschnitt, was da so rankommt. Und das daraus erließen sich dann, kommen dann Erträge zusammen von so rund 2500 Kilowattstunden pro Quadratmeter, was da die Sonne an Energie liefert. Bei uns in Deutschland, dadurch, dass wir natürlich jetzt nicht so in Äquatornähe leben, aber auch noch nicht ganz so weit im Norden, kommen wir hier so auf so einen Jahresdurchschnittswert von so etwa 130 Watt pro Quadratmeter. Und auch das muss man jetzt wieder deutschlandweit ein bisschen unterscheiden. Das heißt, im Norden Deutschlands, da liegen wir mehr so bei so Jahresenergiebeträgen von so 900 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Und im Süden Deutschlands, da ist es immer ein bisschen sonniger, da liegen wir so bei 1300 Kilowattstunden pro Quadratmeter. So, das ist die Ausgangsbasis, ne, weil da beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist das, was uns die Sonne an Energie bereitstellt, was wir natürlich jetzt möglichst optimal nutzen können. Aber es ist halt klar, jetzt da schon mal, egal wie du es drehst und wendest, dass eine Anlage im Norden Deutschlands immer etwas ineffektiver sein wird als im Süden Deutschlands, einfach nur, weil die Globalstrahlung da eine ganz andere ist. Und das ist eben dann schon durchaus der entscheidende Faktor, weil das ist natürlich das erste Glied in der Kette, was durchaus schon mal den Ertrag der Anlage reduzieren kann. So, die nächsten zwei sehr wichtigen Faktoren sind dann die Ausrichtung und die Neigung der jeweiligen Module oder auch der kompletten Anlage. Was meine ich damit? Wir haben ja eben schon gesprochen über unsere Globalstrahlung. Das heißt, die Sonnenstrahlen, die kommen ja im Tagesverlauf immer mal so ein bisschen aus unterschiedlichen Richtungen. Wie man so schön sagt, die Sonne wandert ja über den Himmel. Das ändert sich, wissen wir ja auch, nach Sommer, Winter, was weiß ich, ne, und nach Position. Aber erstmal grundsätzlich, was man verstehen muss oder was wichtig ist, es ist natürlich jetzt logisch, dass ich meine Module idealerweise so ausrichten muss, dass ich möglichst viel, möglichst lange von den Sonnenstrahlen aufnehmen kann. Je besser der Winkel, also besser heißt immer 90 Grad wäre perfekt. Na, wenn die Sonnenstrahlen 90 Grad auf die Module fallen würden, dann ist das immer perfekt. Und je weiter man davon entfernt ist, desto schlechter ist es letzten Endes. Und da ist nicht jetzt die große verwunderlich, dass natürlich die beste Ausrichtung der Anlage immer Richtung Süden geht. Na, das ist erstmal schon mal klar, weil ich in dieser Ausrichtung schon mal pauschal den besten Gesamtertrag eines Tages dann erreichen kann. Da gibt es diverse Tabellen für. Ich kann das mal hier mal einblenden, dass man das mal so sieht. Und hier haben wir jetzt, man sieht das hier erstmal grob, einmal grüne Bereiche, gelbe und natürlich auch rote Bereiche. Jetzt muss man schauen, wir haben also zwei, was wir gerade schon meinten, zwei Sachen. Wir haben einmal die Ausrichtung und die Neigung der jeweiligen Module. Das sieht man jetzt hier auf der senkrechten, da haben wir nämlich die Neigung eingetragen von 0 Grad. Das würde bedeuten, das Ding liegt waagerecht oben auf dem Dach.
bis 90 Grad. Das wäre dann also ein Fassadenmodul, was 90 Grad an der Fassade angeschraubt ist. Und oben haben wir dann die Werte von 0 bis 180. Das ist das sogenannte Azimut. Das ist der in der Solarbranche, das ist die Abweichung von der perfekten Ausrichtung, also sprich von Süden. Deswegen hat Süden, hat also sprich den Wert 0, das ist also Azimut 0. Wir sind genau nach Süden ausgerichtet, perfekt. Und wenn wir dann noch eine Neigung, jetzt sehen wir ja, können wir direkt bei dem Beispiel bleiben, wenn wir dann noch eine Neigung haben, eine Dachneigung von etwa 20 Grad bis maximal so 40 Grad, dann haben wir wirklich die absolut perfekte Ausrichtung, also die perfekten Gegebenheiten für unsere Photovoltaikanlage. So, und alles andere sorgt dafür, dass der Ertrag ein bisschen vermindert wird. Erstmal nur so ein bisschen, wenn wir schauen, wenn wir jetzt 50 Grad haben oder wir haben einen kleinen Azimut von so 10 Grad plus minus, also ob man jetzt von Süden so ein bisschen nach Westen oder nach Osten abweicht, ja. Das ist jetzt noch nicht so wirklich dramatisch. Da reden wir über so ein paar Prozent, die das Ganze dann weniger macht. Aber sobald wir dann so in Richtung Südwesten, Südosten kommen, also das Azimut schon so ein bisschen größer wird, dann reduziert sich das sehr schnell um 10-15%. Und da sehen wir ja auch, dann eine Ost-West-Anlage zum Beispiel, die spielt dann schon durchaus weniger ein. Wobei Ost-West-Anlagen nochmal ein Spezialthema sind. Das wäre eher was für ein eigenes Video, weil durch die etwas andere Nutzung, ich habe zwar einen geringeren Gesamtertrag im Jahr, da beißt die Maus keinen Faden ab, aber die Energie hat einen anderen Tagesverlauf und dadurch kann ich durchaus höhere Eigenverbräuche erzielen als mit so einer klassischen Südausrichtung. Aber das wäre definitiv mal noch ein eigenes Thema. Aber was man ganz deutlich erkennen kann, wenn das Azimut dann weiter steigt, wir also über eine Süd-Ost-West-Richtung rausgehen in Richtung Norden, dann wird's, da sehen wir sehr schnell, da geht es richtig rapide abwärts, also sehr schnell bei 60%, 50% oder sogar 40%. Und dann kann man im Prinzip sagen, das macht dann rechnerisch nicht mehr ganz so viel Sinn. Man darf ja mal nicht vergessen, die Anlage, die Module, die kosten ja genau das Gleiche. Und wenn die am Ende nur noch ungefähr 40% der Energie liefern, die man bezahlt, dann hast du praktisch den Anlagenpreis, wenn man so will, pro erzeugte Kilowattstunde hast du dann verdoppelt oder andersrum, die Amortisation verdoppelt sich dann letzten Endes und dann rechnet sich so eine Anlage meistens nicht mehr. Deswegen muss man da schon höllisch aufpassen und man sieht, wenn man es optimal haben will, dass man also wirklich im Bereich 90% irgendwo liegt, dann ist das schon ein relativ schmaler Grad. Und damit kommen wir dann auch direkt zum dritten Punkt und das sind eigentlich die Photovoltaikmodule selber und zwar Qualität und Leistungsmerkmale. Da muss man schauen, auch da gibt es ja heutzutage unfassbar viele Hersteller mit entsprechend vielen Modulen auf dem Markt, mit völlig unterschiedlichen Arten und Leistungsdaten. Da kann man fast schon ein eigenes Video drüber drehen. Heute geht es das jedenfalls nur einmal so im Überblick, dass man mal so versteht, worauf muss man genau achten und welche Daten kommen eigentlich woher und haben eben am Ende des Tages welchen Einfluss auf den Ertrag. Und fangen wir an mit dem Einfachsten, der Nennleistung. Ja, jeder, der Photovoltaikmodule aussucht, der wird relativ schnell feststellen, da gibt es ja immer eine Angabe pro Modul. Die bewegt sich so typischerweise zwischen 330 Watt Peak und bis zu durchaus 400, 450 oder gar 500 Watt Peak pro Modul. Jetzt könnte man natürlich erstmal meinen, je größer, desto besser. Das ist auch ein Stück weit richtig, ja, das muss man schon sagen, weil je mehr Leistung ich natürlich an Nennleistung aus meinem Modul herauskitzle, desto größer muss zwangsläufig der Wirkungsgrad sein. Wir haben ja eben schon gesagt, die Globalstrahlung, die lässt sich ja nicht beeinflussen. Übrigens, die Testbedingungen für sowas sind immer 1000 Watt pro Quadratmeter an Einstrahlung. Das ist praktisch die Standardbedingung für den Test. Und wenn also ein Modul dann 330 Watt Peak erzeugt, dann bedeutet das, du hast bei einer Einstrahlung von 1000 Watt, hast du eben 330 Watt Modulleistung. Na, so nur mal, um das so in so ein Verhältnis zu bringen. Aber was machen die Hersteller? Die machen das ganz einfach. Die tricksen ganz gerne in den Größen. Na, da muss man nämlich genau schauen. Also oft, also was ich so sehe, ich sag mal so ein Standardmodul, ne, so diese 330 bis 390 Watt Peak Module, die liegen alle so in so, ich nenne es mal fast Raster, genormt sind die nämlich nicht. In der Regel so zwischen 1,70 Meter Höhe und 1,10 ungefähr. Ne? Plus, minus. Also das kann sich durchaus noch um 5 bis 10 cm breiter, schmaler, höher oder sowas sein. Aber das sind dann so Quadratmeter. Man muss es wirklich auf einen Quadratmeter runterrechnen. Das heißt, da reden wir also so um so etwa 1,8 Quadratmeter oder so, was dann so ein Modul hat, wo ich eben eine Werksangabe von irgendwas zwischen 330 und 380, 90 Watt Peak für bekomme.
Und wer sich nach größeren Modulen umschaut, 450 Watt Peak oder sogar 500, der wird feststellen, dass die schlichtweg einfach ein bisschen größer sind. Das heißt also, pro Quadratmeter leisten die gar nicht so sehr viel mehr. Es sind einfach nur größere Module. Und da muss man natürlich aufpassen, dass man jetzt nicht dafür mehr bezahlt, nur weil man denkt, ah, die haben mehr Leistung, dann haben die ja auch einen besseren Wirkungsgrad oder was. Damit kommen wir dann direkt zum nächsten Punkt, nämlich dem Wirkungsgrad. Der sollte normalerweise auch angegeben sein, also vielleicht im Katalog, aber auf jeden Fall in den Datenblättern sollte der Modulwirkungsgrad angegeben sein. Und der liegt typischerweise in einem Bereich von 20%. Also Module, die unter 20% Wirkungsgrad haben, da sollte man schon schauen, das sollte dann möglichst eine Budgetanlage sein. Und gute Module erreichen also Wirkungsgrade von so 21% oder sogar bis zu 22% und knapp drüber. Daran, das ist sozusagen das, was die Spreu vom Weizen trennt. Und auch da wird man dann sehr schnell feststellen, Module, die einen sehr guten Wirkungsgrad haben von 21-22%, die liefern eben auch dann die 420 oder 440 Watt Peak bei einer gleichen Modulgröße wie eben ein 360 Watt Peak Modul. Ja, als nächstes haben wir die sogenannte Temperaturbeständigkeit. Das ist praktisch der Faktor, wie viel Leistung die Anlage verliert, wenn sie warm wird. Na, wie viele wissen, ist es ja so, dass Photovoltaikanlagen, wenn die warm werden bzw. heiß werden, dass die dann einen schlechteren Wirkungsgrad erzielen. Na, und diese Einbuße, die ich praktisch dann habe auf meine maximal mögliche Leistung, das ist die sogenannte Temperaturbeständigkeit. Die wird angegeben in Prozent, also Prozent von der Maximalleistung pro gestiegenem Grad Celsius. Gute Anlagen liegen so bei einem Wert von unter 0,4% pro Grad Celsius, immer bezogen auf die Normtemperatur. Die Normtemperatur, die ist in der Regel auch angegeben, das liegt so um die 40, 45 Grad, das ist meistens so die Normtemperatur. Und wenn ich jetzt sage, im Sommer, ne, da habe ich dann durchaus 60, 70 Grad, je nachdem, wie gut die Anlage belüftet ist, ne, dann muss ich das eben den Unterschied dazu, also sprich irgendwie 20, 25 Kelvin Unterschied, ne, dann mal die Prozente, kann ich dann rechnen. Jedenfalls gute Anlagen haben dann selbst im Sommer immer noch sowas um die, ne, 92-90% Wirkungsgrad, also immer noch recht ordentlich. Und bei schlechteren Anlagen, da kann diese Temperaturbeständigkeit, dieser Wert auch durchaus höher sein als 0,5%. Das heißt, dann macht sich das schon bemerkbar, dann verlierst du da nämlich im Sommer durchaus dann 10-15% an Leistung, ja, nur eben durch die höhere Temperatur. Ja, und dann kommen wir zum nächsten, ich hätte schon fast gesagt witzigen Wert, der sogenannten Leistungstoleranz. Was hat es damit auf sich? Auch hier wieder ganz klar, wir haben ja gesagt, unsere Module werden ja mit einer bestimmten Leistung angegeben. 350 Watt Peak, 400 Watt Peak, wie auch immer. Und diese Leistung wird halt im Labor natürlich ermittelt unter entsprechenden Laborbedingungen. Das muss ja halbwegs konstant sein, sonst kann ich das ja nicht miteinander vergleichen. Aber es ist natürlich klar, dass wenn ich jetzt Sachen aus dem Labor in der Realität anwende, dass ich da durchaus Abweichungen habe. Und da gibt es eben, wie gesagt, diese sogenannte Leistungstoleranz. Die gibt das nämlich an, inwieweit die Module in der Realität von der angegebenen Leistung, meinetwegen jetzt 350 Watt Peak, abweichen dürfen. Und das ist relativ einfach zu erkennen, ob das ein recht gutes oder nicht ganz so gutes Modul ist. Bei guten Modulen, da ist diese Leistungstoleranz nämlich eigentlich immer ausschließlich positiv. Ja, also sprich, die Leistungstoleranz hat dann einen Wert, der kann absolut sein oder prozentual, wie auch immer. Da steht dann meinetwegen bei, okay, 350 Watt Peak und du hast eine Leistungstoleranz von entweder 0% bis hin zu 3% plus, wohlgemerkt. Ja, das heißt also, das Modul schwankt dann, aber du hast immer deine 350 Watt Peak. Es können aber durchaus auch mehr sein. Aber es wird auf gar keinen Fall unter 350 haben. Das garantiert praktisch dann der Hersteller damit. Und bei den etwas, ich will jetzt nicht sagen schlechten, aber den etwas günstigeren Modulen, da ist das oft ein Plus-Minus-Bereich. Das heißt, dann steht dabei plus-minus 3%. Macht erstmal auf den ersten Blick, kann man das schnell überlesen, aber wenn ich den negativ schon angeben muss, also auch minus 3%, sage ich mal so, dann kann man eigentlich auch fast davon ausgehen, dass der Hersteller das auch benötigt für das entsprechende Modul, weil er wahrscheinlich im negativen Bereich liegen wird. Das heißt, da ist dann die Laborbedingung, ist das Optimalste gewesen und in der Realität leistet das Modul aber gar nicht die Leistung wie im Labor, sondern du liegst eben bis zu 3% drunter. Das heißt also, das 350 Watt Peak Modul kann dann mitunter nur bei so 335 oder was dann liegen.
Das kann durchaus ärgerlich sein, ne? Wenn du halt da das Geld für bezahlt hast und hast am Ende dann doch nur ein 330 Watt Peak Modul dafür. Na, wie gesagt, da wäre ich vorsichtig. Wenn dann negativer Wert angegeben ist, ist fast immer davon auszugehen, dass du da auch drinnen liegst, und es ist eher unwahrscheinlicher, dass du bei den plus 3% landest, ne? Also von daher, das wäre die Leistungstoleranz. Ja, und dann kommen wir als nächstes zur Degradation. Das bedeutet nichts anderes, als dass die Module mit zunehmendem Alter immer weniger Maximalleistung bringen können. Also im Prinzip genauso wie bei uns Menschen, kann man schon fast sagen. Und das ist auch ein Wert, der von den Herstellern meistens schon fokussiert wird und auch garantiert wird, weil da schauen die meisten Leute eben schon drauf, auf diesen Leistungsverlust über die Zeit. Da gibt es in den Datenblättern entweder werden da Kurven angegeben oder sonst irgendwas. Und meistens reden wir da so über Werte, dass die Hersteller angeben, wir garantieren, dass nach 20 Jahren oder sogar nach 25 Jahren die Module immer noch über meinetwegen 80% oder über 85% ihrer heute angegebenen Maximalleistung liegen. Ja, da sollte man schon drauf schauen. Bei manchen Herstellern gibt es dann auch Degradationsrate, dass man sagt, so und so viel Prozent maximal verliert die Anlage pro Jahr, wie auch immer. Ne? Aber da sollte man schon gucken. Degradation ist ein wichtiger Punkt. Das muss schon garantiert sein, dass sie in 20 Jahren, 25 Jahren immer noch, und das ist auch 80%, ist das schon der Wert heutzutage, den so eine Anlage dann erzielen muss. Und dann kommen wir zum letzten, aber auch extrem wichtigen Punkt, nämlich den Produktgarantien. Leistungsgarantie ist ja eine Sache, aber letzten Endes, dass das Produkt möglichst lange funktioniert, und zwar garantiert funktioniert, das ist noch eine viel wichtigere. Wir wissen ja, Photovoltaikanlagen sind ja eigentlich auch mehr so eine Langzeitgeschichte. Also das ist ja nicht 10 Jahre betreiben und wegschmeißen, sondern eigentlich kalkuliert man solche Anlagen ja schon, dass die schon möglichst 20, 30, 40 Jahre funktionieren sollen, idealerweise. Und es gibt auch Hersteller, die das tatsächlich so garantieren. Also 20 Jahre ist so ein Mittelding, das ist so das, was viele Hersteller machen. 20, 25 Jahre, einige Hersteller garantieren tatsächlich 30 Jahre. Und es gibt sogar Hersteller, die garantieren auf ihre Photovoltaikmodule 40 Jahre. Gibt ein bisschen andere Modelle. Manche Hersteller garantieren weniger, die garantieren dann irgendwie von Werk aus 10, 12, 15 Jahre. Aber man kann sich eine Garantieverlängerung dazu kaufen. Da muss man dann so ein bisschen schauen, ob es dann günstiger kommt, die Module vielleicht mit ein bisschen Risiko zu kaufen ohne Garantieverlängerung, weil sie günstiger sind. Man kauft sie mit Garantieverlängerung, oder man kauft bei einem anderen Hersteller, der von vornherein halt 30 Jahre Garantie liefert. Muss man immer so ein bisschen schauen. Bezüglich der Garantie muss man aber auch noch zwei Dinge sind da ganz wichtig, die man dabei beachten muss. Nämlich der erste Punkt ist, die beste Garantie, die nützt dir nichts, wenn in der Zwischenzeit die Firma pleite macht. Ja, das ist, da beißt die Maus keinen Faden ab. Wenn du ein Modul heute bei einem Hersteller X kaufst und der Hersteller gibt dir 30 Jahre Garantie und nach 10 Jahren gibt es aber den Hersteller nicht mehr, dann hast du Pech gehabt. Ja, wenn du dann nach 20 Jahren kommst und die Module fallen jetzt reihenweise aus und das wäre ein Garantiefall, dann hast du aber keinen mehr, an den du dich wenden kannst, und dann hast du schlichtweg Pech gehabt. Das heißt also, da ist dann so ein bisschen die Regel, man sollte vorher schauen, ist das ein, so sagt man, namhaftes Unternehmen, ist das ein Unternehmen, was es schon lange am Markt gibt, was auch ein gewisses Umsatzvolumen erzeugt, eine gewisse Mitarbeiterzahl und so weiter hat, also wirklich ein großes, etabliertes Unternehmen, wo man durchaus auch sagen kann, jawohl, die gibt es ja heute schon, die gibt es schon seit 40 Jahren und die wird es wohl mit Sicherheit auch noch in den nächsten 30 Jahren geben, weil das ist halt dabei schon enorm wichtig. Anderer Punkt, wenn man Sachen aus China, also gerade wenn es so um Importe und so weiter geht, ist ja auch immer sehr, naja, verlockend, will ich mal sagen, Sachen direkt aus China zu bestellen. Da ist das mit den Garantien auch immer so eine Sache. Erstmal ist es da sehr schwierig festzustellen, wie etabliert ist denn jetzt die Marke Ching Chang Chong, ne? So, das ist immer schwierig. Und wenn es keinen Standort in zumindest Europa von der entsprechenden Firma gibt, kann das auch sehr schwierig sein, echte Garantieansprüche dann rechtlich durchzusetzen, wenn man es denn gerne möchte. Ja, also jetzt nehmen wir mal an, du kaufst eine sehr günstige Anlage bei irgendeinem jungen Startup in China, der liefert dir das mit versprochenen 40 Jahren Garantie und du denkst, yeah. Und nach 2,5 Jahren fallen da quasi 80% der Module aus. Also ganz klarer Garantiefall, die sind alle kaputt. So. Dann rufst du da an, geht keiner mehr ans Telefon, dann versuchst du da irgendwie die Firma auswendig zu machen, die gibt es nicht mehr, dann hast du keine Chance, da irgendwie wieder dran zu kommen, dann hast du dein Geld praktisch komplett in den Wind geschossen. Also da muss man höllisch aufpassen, wenn man aus China direkt importiert, dass es zumindest einen Standort auch irgendwo eingetragen in Europa gibt, über den man eventuell Garantieansprüche geltend machen kann, aber insgesamt muss das mit sehr viel Vorsicht betrachtet werden, weil ja, das hat auch durchaus meistens einen Grund, dass sie dann so günstig sind, weil wenn das erstmal über mehrere Kontinente hinweg, dann kannst du da am meisten Haken hinter machen. Also Garantien, wie gesagt, ist wichtig, dass man darauf schaut, aber man muss genauso darauf schauen, auf die Reputation des entsprechenden Unternehmens.
Ja, und dann kommen wir zum Abschluss noch auf eine kleine Zusammenfassung und Fazit von meiner Seite. Und wir haben jetzt ja wirklich gesehen, meine Güte, da gibt es echt viele Faktoren, die dafür sorgen, dass eine Photovoltaikanlage weniger Energie erzeugt. Ja, das geht los mit der Globalstrahlung, dass man nun mal im Norden Deutschlands eben nicht so erfolgreich sein kann mit Photovoltaik wie zum Beispiel im Süden Deutschlands, einfach nur aufgrund der Globalstrahlung. Dann geht es weiter mit der Ausrichtung, das ist eben auch enorm wichtig, die Ausrichtung der Anlage und natürlich die Neigung der Module etc. Da sollte man auch eine vernünftige Planung machen, dass man dann nachher nicht unglücklich wird. Und am Ende des Tages natürlich die Module, sprich die Photovoltaikanlage selber. Wenn man sich selber darum kümmern möchte, um den Einkauf, um die Planung, dann sollte man diese ganzen Kriterien natürlich auch selber berücksichtigen. Man muss sich dann natürlich auch ein klein wenig mit den Datenblättern auseinandersetzen. Und ich blende die Werte mal hier so ein bisschen ein, dass man so ein bisschen weiß, das sind so die wichtigen Größen, auf die ich schauen muss und in welchem Bereich die ungefähr liegen müssen. Weil damit kann man dann letzten Endes auch die Qualität der Module mit dem Preis so ein bisschen abstimmen. Was wir alle wollen, ist ja letzten Endes gut und günstig. Ja, man möchte natürlich möglichst wenig ausgeben und dafür möglichst viel bekommen. Und dafür sind eben dann diese Werte ganz gut geeignet, um das Ganze miteinander vernünftig vergleichen zu können. Weil das ist auch immer gefährlich bei den Angeboten. Muss man dann immer genauestens hinschauen. Würde ich immer empfehlen, wenn irgendwas richtig billig ist, dann würde ich immer doppelt hinschauen und genau gucken, wo da jetzt der Hase im Pfeffer liegt. Weil da ist meistens immer irgendein Punkt dran, warum die so billig sind. Das sollte man also immer schon im Hinterkopf behalten. Aber insgesamt ist das Ganze natürlich interessant, wenn man da keinen Bock drauf hat und sagt, nee, also Photovoltaik, ja, aber da möchte ich mich nicht drum kümmern, dann würde ich auch immer raten, dass man die Planung der Anlage einem Fachmann überlässt, ja, weil da kann man schon eine Menge falsch machen und natürlich auch die entsprechenden Moduleinkauf und Komponenteneinkauf, dass das praktisch auch von einem Fachmann kommt. Dann weiß man zumindest, dass das alles seine Richtigkeit hat, bevor man da jetzt letztendlich als Laie irgendwie anfängt. Und ich sag mal so, die Sachen aus selber China importieren und so, das ist noch eine ganz eigene Schiene. Das kann funktionieren, hat aber auch wieder so ganz andere Risiken. Das ist mehr was so für die Bastler. Die kriegen es dann natürlich als Belohnung dann richtig günstig, müssen aber dafür leben, dass da auch irgendwas kaputt gehen kann und sie dann halt das ein oder andere Modul vielleicht auch austauschen müssen oder sonst irgendwas, dass da irgendwas anderes zu basteln ist, wie das dann immer so ist. Naja, das soll es jedenfalls mir gewesen sein. Wenn noch irgendwas sein sollte, schreibt es gerne in die Kommentare. Ne? Auch wenn ihr noch irgendwelche anderen Werte habt, vielleicht aus der Erfahrung von eurer Anlage, was noch sehr wichtig war oder was noch einen großen Einfluss gehabt hat. Auch das immer gerne in die Kommentare, das hilft uns allen so ein bisschen weiter. Dann habe ich noch eine schöne Videoempfehlung, wenn ihr gerade schaut nach einer Photovoltaikanlage. Brandheißer Tipp ist eine dachintegrierte Solaranlage. Finde ich selber total cool, da hatte ich schon seinerzeit mal ein Video zu gemacht. Wer sich dafür interessiert, ein sehr cooles Modell, wo man sich die Neueindeckung des Daches sparen kann. Und was die ganze Sache schon um einiges einfacher machen kann, gerade bei älteren Häusern. Ja, könnt ihr euch auf jeden Fall mal reinschauen. So, dann würde ich sagen, danke ich euch immer fürs Zuschauen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.